Die erste von drei möglichen Hürden auf dem Weg zur Qualifikation für die Champions League ist für den FC Basel bereits eine Hürde. Bei der Auslosung wurde bekannt, dass der FCB in der zweiten Qualifikationsrunde auf den PSV Eindhoven treffen wird. Die Niederländer werden von Mark van Bommel trainiert und beendeten die Meisterschaft auf Platz 2. Zu den bekanntesten Spielern im Kader gehören die holländischen Nationalspieler und das Hinspiel findet am 23. Juli in Eindhoven, das Rückspiel eine Woche später in Basel statt. In Eindhoven. Ich glaube, das hat die vor dem Spiel jeder unterschrieben. Und auch wenn man sich Spiel anschaut, bis zu den 89 Minuten 2-1 führen. Und nach dem Spiel eine bittere Pille schlucken, wenn wir verlieren oder 3-2, das ist extrem hart. Aber wir müssen nehmen, was gekommen ist. Aber ja, ein riesen Kompliment an die Mannschaft. Wie wir gekämpft haben, wie wir voreinander da waren, wie wir Kilometer für Kilometer gemacht haben. Das Wettbewerb geht noch weiter. Wir haben noch ein Rückspiel mit unseren Fans im Rücken. Und das haben wir dann, wie gesagt, ist alles offen, das haben wir dann auch durchbringen. Sehr ein intensiv geführtes Spiel, Marcel Koller, wie beurteilst du die Leistung der Mannschaft? Ja, wir haben sehr leidenschaftlich gekämpft und gespielt. Wir haben vielleicht über das ganze Spiel gesehen, hätten wir noch ein bisschen mehr Sorge zum Ball haben. Wir haben sicher in der ersten Halbzeit viele Ballverluste gehabt, die aus meiner Sicht jetzt ein bisschen unnötig waren. Und dann ist es schwierig, du musst natürlich hinten reinrennen, kostet extrem viel Kraft. Und PSV hat viel eigentlich auf das gewartet, auf Fehler von uns, damit sie dann ihre schnellen Leute vorne lassieren können. Und das hat dann leider zum Schluss nicht gelangt, dass wir zumindest auch so unentschieden hätten können. Ja, aufgrund von den letzten 5 Minuten ist es etwas schwierig, ein komplettes Fazit zu ziehen. Es ist eine sehr, sehr gute Leistung für uns über weite Strecken. Am Schluss stehen wir mit einem 3-2 da. Ich mich erinnere, glaube, das war das Resultat, das wir gegen Limassol die Heim gemacht haben. Ist das möglich? Und wir sind dann rausgefallen. Das wollte ich hoffen, dass wir jetzt das Spiel vielleicht kehren können und am Schluss das Gewinner da stehen. Was für ein spannender Gedanke! Der FCB, der kämpft morgen gegen Eindhoven um einen Einzug in die nächste Runde von der Champions League Qualifikation. Dafür muss der FCB im Joggeli einen 2-3 Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Keine einfache, aber auch keine unmögliche Ausgangslage.
So, und jetzt begrüßen wir die beiden Mannschaften im St. Jakob Park, der PSV Eindhoven und unsere FCB.